Ja, bis heute Abend. Schwankend aufstehen und dann Ragnar gucken. Na dann, los geht's. Gut, dann machen wir Jarlan und Romilly zuerst und danach können wir Kanonen gucken. So, die Dame von Aran seid ihr also, richtig? Ja. Was wolltet ihr besprechen? Zunächst einmal die Frage, welche Aufgabe ihr mir an Bord zuteilen wollt. Nun, ihr habt euch ja als relativ brauchbare Kundschafterin erwiesen. Dieser Vogel von euch scheint auch den einen oder anderen Trick zu beherrschen. Ja, als nur Tricks. Nun, ich möchte ins Detail gehen. Und Wie bitte? Jasper, ich möchte nicht unnötig ins Detail gehen. Und der Magier, der bei uns an Bord war, dieser Jasper, der Wandelbare, durchaus auch schon durchblicken lassen, dass er mein zweites großes Geheimnis durchaus durchschaut hat. Deswegen will ich insoweit ehrlich zu euch sein, dass auch ich über gewisse magische Fähigkeiten verfüge. Noch ein Zauberer also. Kein Gildenmagier. Noch eine Hexe Deswegen. also. Romilly zieht eine Augenbraue hoch. Noch eine? Nun, wir hatten mal eine Frau an Bord. Sie hieß Wascha, sie hat immer aufs Schärfste beteuert, sie sei keine Hexe, aber Brindijan sagte, sie könnte zaubern und sie hatte immer diese seltsame Schlange dabei. Und da dachten wir uns alle, sie muss wohl eine Hexe sein. Und wie gesagt, ich habe meine Möglichkeiten, Dinge herauszufinden. Nun, ihr versteht, dass ich euch nicht für eure magischen Dienste bezahlen kann. Ich bin froh, wenn ich aus der Heimat fortkomme. Also mein Vater, was ich bin. Nun, mir würde es genauso gehen wie meine Brüder und er würde mich verstoßen. Familie ist wichtig, zumindest da, wo ich herkomme. Und mir ist meine Familie auch wichtig. Aber meine Brüder wurden verstoßen, weil sie Magier und Traviergeweihter wurden. Welche Familie versch... Egal. Mein Vater ist, nennen wir es einmal so, er hat Vorstellungen davon, was eine anständige Profession darstellt und was nicht. Hatte meiner auch. Trotzdem bin ich Ritter geworden. Gut, ich hoffe doch sehr, dass ihr euch mit Magister Brindisian darüber unterhalten werdet. Was eure Fähigkeiten angeht. Wenn ihr es für nötig erachtet, werde ich es selbstverständlich tun. Nur ich möchte nicht, dass es jeder direkt erfährt. Wie ihr Natürlich. sicherlich wisst, haben Nicht-Gildenmagier öfters mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und solange ihr mit der Magie keine Schwierigkeiten macht, was ich auch mal nicht hoffe, sollte es keine Probleme geben. Habe ich nicht vor, Probleme zu sorgen. Gut. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Magister Brindijan euch, wenn schon sonst nichts, zumindest bei der Ausübung eurer Fähigkeiten helfen kann. Den Rest werdet ihr wohl selbst sehen müssen, denke ich. Das werden wir hinbekommen. Verzeiht, ich bin nicht so bewandert, was Magie und Hexenwerk angeht. Nur eine Information, die ihr haben solltet, nichts weiter. Und ich weiß dies zu schätzen. In Ordnung, dann sammelt zusammen, was ihr für eine längere Seereise braucht. Lasst euch. Oder fragt im Notfall Ragnar, ob er Geld für euch hat. Weiß nicht, wie viel er hier hat. Ich sollte genug dabei haben, um für meine Ausrüstung zu sorgen. Gut. Dann will ich mich als bald möglich in den Tempel begeben. Gutis. Wir sehen uns dann heute Abend in der Schenke, nehme ich an. Dann mögen die Götter euren Weg erleuchten. Euren auch.
und damit wird abgetreten. Romilly macht sich auf den Weg in Richtung Hesindetempel. Und ich nehme an, die anderen beiden kaufen jetzt Kanonen. Ja. Ja, Gassenwissen erschwert um 7 Punkte. Das überlasse ich Ragnar, ich glaube, das habe ich nicht mehr. Habe ich mir fast gedacht. Oh, mal gucken. Das ist einfach unglaublich. Ja, Ragnar wird immer und immer wieder auf Störrebrand verwiesen, denn der scheint hier wohl sowas wie ein Monopol zu besitzen, aber nach einigem weiteren Herumfragen, kannst du ja auch nochmal 2-3 Silber abstreichen, ist an sich egal, wirst du dann weiter verwiesen an die Admiral von Severitz Schule, denn die sollen dort wohl ausgemusterte Kanonen haben und ja, auch natürlich dann alles, was das Herz begehrt, von ihrem Lehrplan, die liegen dann quasi rum, weil sie dann durch neuere Modelle oder sowas ersetzt worden sind, aber da könnte man dann, ja, je nach Qualität auch verschiedene Exemplare erwerben und kaufen zu einem Preis, der nicht von Störrebrand vorgegeben wird. Ja, dann würde ich mal sagen, hinter. Gut. Jo. Ihr findet die Admiral Severitz Schule hier. Ich habe das auf der Karte einmal ja, markiert. Ein Backsteingiebelhaus der Festumer Kolonialkompanie. Und ja, hier könnt ihr euch dann mit einem schneidigen Offizier unterhalten. Könnt dann so an den verschiedenen Gängen herumgehen. Werdet dann von verschiedenen kleinen Kadetten herumgeführt, beziehungsweise am kleinen Wachhäuschen dann weitergelotst. Bis ihr dann, ja, im oberen Geschoss gibt es wohl gerade das Putzen von Waffen. Wie sie da wohl gerade alle auf den Gängen sitzen, werdet ihr einfach vorbeigelotst und steht dann vor einer Tür eines Offiziers, auch mit Namensplakette darauf, ein Oberleutnant Taipeike. Ich hätte Ragnar zu mir mal zur Seite genommen. Meinst du, wir sollten jetzt nochmal fragen, ob einer von ihnen uns begleiten will oder lieber nicht? Wer jetzt? Von den Leuten hier? Mhm, wenn das hier alles ein bisschen inoffizieller ist, vielleicht helfen sie uns. Was meinst du? Ich meine, du bist, glaube ich, ein bisschen besser so. Also, so wie ich das verstehe, ist dieser Admiral von Severitz Schule direkt der Armee von dem Bornland unterteilt. Also, zumindest gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, ob man hier Leute abfärben kann. Wir könnten es zumindest versuchen, und wenn sie Ahnung haben von dem, mit dem wir es zu tun haben, also die Geschütze und so weiter, wäre ich auf jeden Fall dankbar über jeden. Ob sie uns eine Banner Unterstützung stellen könnten, ja, klar. Wie gesagt, du bist bestimmt besser in sowas wie Menschen bequatschen und so. Ja, ich kann es versuchen, natürlich. Hm. Na dann, klopfe ich mal bei Oberoffizier Taipeke. Ja, herein. Ja, kannst die Tür rein. Öffnen, siehst da ja, so in ungefähr einen Meter Entfernung einen großen Schreibtisch aufragen, einen zweiten, wo dann sowas wie Unteroffizier oder was dran sitzt gerade und ein paar Notizen anfertigt. An dem eigentlichen großen Schreibtisch dann ein Mann mit Nickelbrille, wenig Haaren auf dem Kopf, schaut er dich an. Ja, was kann ich für euch tun? Man würde einmal, weil wir hier in einer Militärschule sind, salutieren und meinen Schatzmeister Ragnar Heldenmund Ogilson und Geschützmeisterin Fiona Svandot hier würden gerne mit Ihnen etwas besprechen. Ja, einen Moment. Er dreht sich immer zu seinem Kadetten, schickt dann raus und dann seid ihr alleine mit ihm in diesem kleinen Büro. Es gibt keine Sitzmöglichkeiten oder sowas, nur ein großes Regal, wo weitere Schriftrollen drin liegen, zusammengerollt. Steht ihr dann da vor dem Schreibtisch? Nun, es gibt einige Sachen, die wir mit Ihnen besprechen wollen würden. Die erste und allerwichtigste ist, ich weiß nicht, ob es Sie bereits vernommen haben. Sie sind ja wahrscheinlich doch einer der wichtigeren Leute hier. Wir sind Mitglieder des befriedeten Dämonenarche, die nicht weit von Festum lagert. Eine Dämonenarche? Richtig. Der Gezeitenspinner. So, was wollt ihr von mir? Nun, wir haben gehört, Sie haben einige Kanonen, die Sie ausgemustert haben, weil kleinere Fehler dort oder Mängel da
verstanden sind oder weil sie einfach zu alt sind. Aber wer sagt denn sowas? Ja, das stimmt. Nun, auf den Straßen gibt es Gerüchte. Und wir wollten uns diese Kanonen angucken und sie dieser Schule vielleicht abkaufen. Also offiziell verkaufen darf ich sowas nicht. Die lagern bei uns im Keller, aber vielleicht gehen die ja verloren. Wir verstehen uns. Ragnar lächelt ein wenig. Nun, über den Preis können wir uns gleich sicherlich einigen. Allerdings hätte ich noch eine andere Sache, die wir mit Ihnen besprechen müssten. Ich weiß nicht, ob Sie dafür die Befugnis haben, so etwas zu besprechen. Allerdings würden uns für diese Geschütze ebenfalls Männer fehlen. Wir bräuchten also ungefähr ein Banner, das vielleicht die bornländische Armee des Mittelreiches und auch des Bornlandes an, insbesondere des Bornlandes, an die Dämoneneiche setzt, um die blutige See so schnell wie möglich zu befrieden. Das würde den Fortschritt auf jeden Fall um einiges erleichtern. Also als Oberleutnant bilde ich die Leute aus, aber ich kann sie nicht über sie frei verfügen und sie dann wegschicken von ihrer Kompanie. Das geht nicht, aber... Könnten Sie denn irgendwo anfragen? Irgendwo anfragen? Sicherlich kennt man einige Gestalten, die dann, nachdem die Kanonen verloren gegangen worden sind, diese auch bedienen können. Einige Gestalten, ja? Ja. Wie vielen Leuten reden wir denn bei diesen einigen Gestalten? Ein Banner. Sonst würde ich sie nicht vorschlagen. Freut mich zu hören, aber das wären dann keine Rekruten, oder? Das sind keine Rekruten, das sind mannhafte Söldner. Ich glaube, sie dienen schon seit 20 Jahren. Sie sind also sehr erfahren. Vielleicht ein bisschen alt, aber wissen, was sie tun. Wenn sie wirklich schon 20 Jahre dienen, dann würde ich das auch gar nicht beschreiben. Dann können wir nun erstmal vielleicht die Ware, die nicht verteilt werden kann, überprüfen, ob sie wirklich funktioniert, funktionabel ist. Ja. Wir über die Preise reden. Das können wir wohl machen. Gut, ich werde wohl... Treff die Henker vom Näher einfach oben am Raststuhlsturm, also am Ausgang der Nordstadt. Werde sie dorthin dann bestellen, wenn ihr sagt, dass ihr euch mit ihr treffen wollt, um mit den Verhandlungen zu beginnen. Alte Freunde von mir. Die Henker vom Näher. Die Henker vom Näher, richtig. Ihr Anführer ist der Bronn, der Jäger. Er werde ihn dann schon erkennen. Er sieht aus wie ein Jäger. Okay. Seine Manner, ja. Wie gesagt, 50 Leute, mit ihm eingerechnet, ein Banner, die Henker vom Näher. So nennen sie sich. Hat man von diesem Henker vom Meer Banner schon mal gehört? Dadurch, dass du nicht aus Nersand kommst, nö. Okay, also keine landesweite bekannte Einheit. Nö, wohl nicht. Alles klar. Also ja, im Bornland, Jarland könntest du was vielleicht wissen, aber du nicht, nee. Okay. Ja, dann... Ja, dann kommt doch mal mit. Er kramt so in deinem Regal ein paar Schriftrollen raus, rollt die ja mal auf. Die er nicht braucht, schiebt er wieder zurück und geht dann mit einem großen Federkiel und Tintenfass los. Schaut dann auch mal zu Fiona. Wer seid ihr? Jonas Wandert hier. Ich komme aus der Nähe von Torwald. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Und ihr seid die Geschützmeisterin, ja? Ja. Yeah. Das heißt, ihr könnt es beurteilen, was der Schatzmeister euch zur Verfügung stellt? Das will ich meinen. Na gut. Dann kommt doch mal mit in den Keller. Ja, nimmt doch noch so einen großen Schlüsselbund raus und geht dann mit euch in das zweite Kelleruntergeschoss, wo ihr dann verschiedene Türen aufmachen könnt, die in riesige Hallen führen, die ziemlich hoch sind. Und dort stehen dann aufgebaut Harpunale, Rotzen, alles, was das Herz begehrt. Und wenn ihr dann so durch die Reihen lauft und Fiona mal das ein oder andere Gefell drüber streicht, nach Rillenkratzern oder Verunreinigungen sucht, dann wird Ragnar einfach irgendwann mal zunicken, wenn irgendwas gebraucht wird und er streicht dann irgendwas durch. Ist wohl verloren gegangen. Macht dann die Anmerkung dran. Und ihr könnt dann mit euren Dukaten, die 15.000, die Ragnar nicht mit hat, aber die er versichert, dass ihr sie besitzt, könnt ihr dann einkaufen. Alles klar. Wie viele braucht Fiona ihr? Sieht aus, als wäre sie im
im Süßigkeitenwaren, wie kleines Kind. Ja, genau das. Also sie schaut die ganze Zeit so, oh, und da, und dann bleibt sie kurz stehen, geht und neue, so liebevoll drüber und sieht dann schon direkt das nächste und läuft dann auch. Geht eine neue Tür auf und da liegt die Munition. Ja. Oh, kleine Steine, große Steine, Brandgeschosse. Oh, Speere, genau, oh. Pfeile. Mm. Und dann, oh, das habe ich ja ewig nicht gesehen. Ach, fühlt sich das gut an. Und dann drüber streichen, ja. Also, wie gesagt, die beachtet euch wahrscheinlich die erste halbe Stunde überhaupt nicht und rennt einfach nur durch und guckt sich alles an und dann irgendwann, oh, kommt. Und dann wieder weiter. Ja, und dann würde ich ein paar Sachen aussuchen. Also, wir brauchen eine schwere Rotze und zwei mittlere Rotzen. Ja, eine schwere Rotze. 2500 Dukaten. Richtig. 20 Schuss. Ich bin mir sicher, wir können noch mehr mitnehmen, oder? Oh, eine schwere Rotze. Was macht die an Schaden? Viel zu viel. Kannst raussuchen, wenn du willst. Ja, musst du nicht jetzt machen, aber wow. Die mittlere Rotze macht ja schon krass viel Schaden. Ja. Zwei mittlere Rotzen für 3000 Dukaten. Und ein Schuss Eisenkugeln. Mit dem verbesserten bornländischen Eisenkern. Haben die auch Harpunale oder sowas? Oder kann ich das auch aus einer... Also ich kenne mich also jetzt schon zwei Harpunale. Ja, aber wenn da schon so viel ist und man schon so guckt. Also die Harpunale sind dann, wie gesagt, große Armbrüste, wo du riesige Schwere reinlegen kannst. Und wenn ein Drache euch angreift, dann könnt ihr diesen Drachen aus dem Himmel flocken. Ja, Fiona denkt eher an diese geflügelten Wesen, die sie letztes Mal kamen und auf das. Ja, da würdest du eher eine Rotze mit Streumunition reintun. Also ich sag mal sowas wie eine Schrotflinte, nur dass du das eben in eine Kanone lädst. Und mit den Harpunalen fängst du dann Wale, Drachen oder sowas und das hilft eben nur gegen einen Gegner, aber nicht gegen Schwärme. Okay. 7, ja, aber es ist ja trotzdem gut plus von mir, 10. Muss man. Also ich würde dann auch mit Ragnar kurz zur Seite nehmen. Ich denke, wir sollten möglichst die Munition mitnehmen, verschiedene Art, weil wir noch nicht genau wissen, womit wir es zu tun haben werden. Gerade was die anderen Archen angeht. Was meinst du? Verschiedene Art von Munition. Also das, was er mir bis jetzt gezeigt hat, sind doch nur Eisenkugeln. Und das sind die normalen Waffen. Und das, was er gerade erzählt hat, ist, dass es die Eisenkugeln schon besser sind, allerdings ein bisschen teurer sind. Also Streumunition zum Beispiel, ja. Streumunition gibt's auch noch. Das wäre sicher gut. Denk an den Schwarm dieser Viecher, die uns angegriffen haben. Wir sollten wirklich möglichst breit aufgestellt sein, um für alles gewappnet zu sein. Und wenn wir das Geld haben, warum nicht diese Schönheiten hier unten, verstauben zu lassen, das wäre eine Schande. Es mag zwar sein, dass wir Streumunition kaufen können, aber das würde ich tatsächlich erstmal mit den anderen klären. Ich würde tatsächlich erstmal das einkaufen, was wir vereinbart haben, also OT das, was im Forum steht. Ja, okay. Wegen Streumunition würde ich einfach sagen, dann ist das nicht eine massive große Eisenkugel, sondern sind das ganz, ganz viele kleine Eisenbällchen, die dann verschossen werden für den gleichen Schaden, aber ihr könntet die dann aufteilen auf verschiedene Kreaturen. Es wäre jetzt halt einfach nur die Idee gewesen, weil Frost das halt gerade gesagt hat, okay, aber muss auch nicht, also... Ja, kann man da auch noch drüber nachdenken. Also Fiona, dir ist klar, dass du aktuell 28 von diesen... Armbrust, Speeren dabei hast, und also nicht dabei, aber die liegen oben, hast du ja verräumt und deswegen weißt du, wie viele da ist, aber ja, da könnt ihr auf alle Fälle eine ganze Menge Schaden mitmachen. Okay. Gut. Dann habt ihr die Information, wo ihr Söldner findet, mit dem Namen Henker vom Näher. Anführer ist Bronn der Jäger. Ihr habt Waffen, die ihr dann verschiffen könnt. Ich würde den Mann nochmal fragen, was für eine Einheit das denn überhaupt ist. Sind das Geschützsoldaten oder sind das Bogenschützen oder sind das leichte Infanteristen oder schwere Infanteristen oder vielleicht sogar Kavallerie, die man natürlich nicht erwartet. Die kannst du auch nicht gebrauchen, nee. Das sind wohl Fernkampfspezialisten, die auch auf Armbrüste dann spezialisiert wären, aber er kann da eben dann auch mit denen arbeiten, hat mal früher mit denen gearbeitet, das heißt, die sind auch für Schiff dann tauglich. Das ist gut. Jetzt ist die Frage, können die auch Geschütze bedienen? Die können Geschütze bedienen. Also nicht nur Armbrüste, sondern natürlich dann auch den Harpunal und auch Rotzen. Ja, im Notfall hat man ja auch, wenn die einen Grundkampf Ahnung haben, dann wird es auch nicht so schwer sein, dem was beizubringen. Also es geht einfach nur darum, dass bis jetzt nur Leute hatten, die gar keine Ahnung haben. Die Sache ist, dann bräuchten wir ja immer noch vier weitere Banner, weil ein Banner ist quasi eigentlich nur dafür da, dass die ganzen Geschütze in Betrieb sind.
Aber wenn wir sie jetzt schon einstellen, müssen wir sie jetzt auch bezahlen. Ich denke, das können wir eine Woche nach hinten verschieben. Ja, das können wir alles noch besprechen, genau. Aber ich würde halt trotzdem erstmal fragen, ob genau. Hier noch irgendwo irgendwelche Banner sind, die man eventuell anstellen könnte. Ja, also je nachdem, was du haben willst, kann dir da auch der Oberleutnant kann dir da sicherlich ein paar Tipps geben und dir ist klar, dass das alles Informationen sind, die sein Stabsfeldwebel oder Kompaniechef wohl nicht hören darf, auch gerade, dass er jetzt mit euch rumgeht und irgendwas von der Liste streicht, das ist natürlich hoch illegal. Also, ja, kannst ihn nochmal fragen. Aber sag mal, hast du noch andere Banner, die hier stationiert sind, die man vielleicht abwerben könnte? Was brauchst du denn? Also, was für Banner? Außer den Geschützmeistern. Wir bräuchten noch eine Einheit Fernkämpfer. Ob es Armbrust oder Bogenschützen sind, ist eigentlich egal. Wobei ich Bogenschützen präferieren würde. Ansonsten bräuchten wir noch ein Banner leichte Infanterie und ein Banner schwere Infanterie. Kämpfst du auch mit Goblins? Ich würde, wenn sie sich uns anschließen wollen, auf jeden Fall nicht nein sagen. Wenn sie denn. Sind ein bisschen schwerer zu kontrollieren, aber Bogenschießen können sie. Sache ist, wenn die sich nicht auf dem Schiff auskennen, dann kann man sie eigentlich gleich ins Wasser werfen. Ah, okay. Müsste ich mal überlegen. Arbeite ich nochmal aus. Wenn du dich nochmal bei mir melden solltest, lass dich einfach zu mir durchschicken. Dann. Ja, ich überlege mal was ich dir da mitgebe. Finden wir sicherlich was. Gerade aus dem Bornland. Wir haben viel Wälder hier. Da sind ein paar gute Jäger dabei. Die haben sicherlich auch mal in der Armee gedient. Kriegen wir schon. Das freut mich zu hören. Viele Söldner sind jetzt durch den Freibund Richtung Norden unterwegs. Als Schutzgarde. Schwarze Eis ist gefährlich, aber ja, wenn die mal wieder hier ankommen, vielleicht kann man sie abwerben. Sollte schon klappen. Wollen wir es hoffen. Nun, dann danke ich für die Zeit. Die Bezahlung und alles Weitere werden wir dann ein anderes Mal klären. So wie ich das sehe, ist Fiona mit den Sachen hier höchst zufrieden. Auch mit der Kooperation sehr zufrieden. Das heißt, für sie wird wahrscheinlich auch ein kleines Sümpchen übrig bleiben. Okay. Romilly in der Zeit macht einen Schnellsprachkurs in der Hesindekirche und lernt Goblinisch und Bornländisch. Mhm. Jalan möchte zur Praios-Kirche. Perfekt. Was möchtest du da? Wann möchte ich mit ihrer Ehrwürden nochmal reden, was die keine Bezahlensache anging, ob man da, was genau man da machen kann. Im anderen müsste ich irgendwann mal beichten. Was den Kunde ich auch eigentlich schon tun. Gut, der Praios-Tempel selber liegt direkt neben dem Rathaus, ist auch ein bisschen neuer, ist vor kurzem gebaut. Und Tempel des neuen Lichts, kannst du hier hereingehen, wirst ja auch viele Bernsteinschnitzereien erkennen, Wachskammern und würdest dann nach kurzem Herumfragen auch die wahrende Ordnung Natjascha von Gulnitz hier finden. Euer Ehrwürden, wenn ich euch doch einen Moment lang sprechen dürfte. Hoher Herr Ritter, ja. Nun, ja. Habt mir zumindest eure Unbeteiligung an der ganzen Archengeschichte zugesichert unter einigen Bedingungen. Die da wären, dass die Menschen nicht bezahlt werden dürfen. Sie sollen absolut freiwillig dabei sein und dürfen nicht aus ihrem Elend mit goldener Münze gelockt werden. Das ist richtig. Eine Seele kann niemals mit Gold aufgewogen werden. Ihr habt recht. Nun erhoben allerdings meine Kameraden nämlich durchaus den Einspruch, dass es nicht viele vertrauenswürdige Menschen geben kann, die vollständig umsonst arbeiten. Da auch die treuen Diener der Götter von irgendetwas bezahlt werden müssen. Und dass, wenn sie nicht bezahlt werden, das doch gar so dafür sorgen könnte, dass nur die Ärmsten der Allerärmsten sich freiwillig melden, da sie dort immerhin in Brot und Rum stehen. Um
muss gestehen, ich teile diese Bedenken zum Teil und bin nicht recht sicher, wie ich dort verfahren soll. Die Boronkirche verlangt seit jeher ein Sterbegeld für Soldaten, die für längere Zeit, beziehungsweise auch Seemänner, die für längere Zeit auf die offene See fahren. Das erwarte ich natürlich, dass es bezahlt wird. Denn auch wenn sie nicht sterben, kann es sein, dass sie verscheiden. Dann muss selbstverständlich die Effertkirche bzw. die Boronkirche die Hinterbliebenen versorgen. Das heißt, um dieses Geld könnt ihr gar nicht herumkommen, auch wenn sie freiwillig sich euch anschließen. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, versteht mich nicht falsch, hoher Herr. Es geht mir darum, dass ihr nicht in die nächste Söldner-Taverne reinrennt und ein paar arme Bettler ansprecht, ein paar arme Fischersmänner, denen ihr dann 10 Dukaten für ihre Seele anbietet. Ich möchte, dass jeder Einzelne darüber aufgeklärt wird, was es bedeutet, in der blutigen See zu kämpfen und zu sterben. Wenn jemand durch einen Dämon, wie auch immer geartet er ist, verstirbt, dann reißt seine Seele ohne Umweg in die Niederhöhe. Wir können und dürfen diesen Kampf nicht verlieren. Die Götter brauchen jetzt noch viel mehr als schon immer, brauchen sie die Seelen von rechtschaffenden Bürgern auf ihrer Seite. Wir dürfen diesen Kampf nicht verlieren. Aber wie steht es um den Kampf der Götter? Wir ihn hier bei uns verlieren. Das tun wir bereits. Aus dem Süden die blutige See. Aus dem Westen können wir nur knapp an Valusa, an den valusianischen Weiden, den Feind zurückhalten. Die Untoten von dem Schwarzen Drachen, ich wage es nicht, seinen Namen auszusprechen, die Racheengel von dem ehemaligen Hofmagier Galotta, der seit jeher Gyolgurmak sitzt, wie die Schwarze Stadt nun heißt, die ehemals Ysilia geheißen. Und aus dem Norden das schwarze Eis einer Hexe. Wir verlieren diesen Kampf bereits. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass wir mithilfe dieses Schiffes es vielleicht ob wir vielleicht diesen Kampf drehen können, aber ich kann diesen Kampf nicht führen und ihr solltet das nicht tun, aber wenn ihr dies freiwillig tut und eure Seele in diese Waagschale werft, um anderen zu helfen. Das muss ich. Ansonsten scheint es niemand zu tun. Wir müssen diesen Kampf um jeden Preis gewinnen. Tut mir einen Gefallen. Klärt jeden, den ihr anwerbt, darüber auf, was sie zu gewinnen und was sie zu verlieren haben. Muss ich wohl. Manche sind nun mal bereit, diesen Kampf zu führen, dieses Risiko einzugehen. Manche nicht. Alle nur auf ihren Hintern sitzen, passiert nichts. Nun gut. Aber wo ich doch hier bin, ich habe seit längerer Zeit nicht mehr die Gelegenheit, eine Vergehen gegen Praias Gebote zu beichten. Wollt ihr sie mir wohl abnehmen? Wenn ihr Buße tun wollt, wenn ihr die Taten, die ihr begangen habt, auch bereut, dann will ich das tun. Sehr wohl.